Karibisches Flair mit Cocktailbar, Sonnenliegen, Lounge-Sesseln und einen Aquapool zur kühlen Erfrischung. Dazu Chill-Out-Musik zum Relaxen. So präsentiert sich die Sommerlounge der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda am Wochenende vom 13. bis 15. September im Zentralpark. Egal ob Schlager, Rock und Pop, Musik der 70er bis hin zu den 90ern, aufgelegt von DJ Alex Buchwald. Am Freitagabend ist für jeden etwas dabei. DJ Charity und DJ Casaloco rocken die Tanzfläche am Samstagabend mit cooler House-Music und Club-Sounds. Also, willkommen in der Sommerlounge der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Die 32-jährige Hoyerswerderin Janine Hatlieb hat am 1. Juni diesen Jahres die Geschäftsführung des Sportbundes Lausitzer Seenland Hoyerswerda übernommen. Sie ist am 8. September bereits 100 Tage im Amt. Wir haben mit ihr gesprochen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Am 8. September ist die neue Geschäftsführerin des Sportbundes Lausitzer Seenland Hoyerswerda, Janine Hatlieb, bereits 100 Tage im Amt. Ich möchte jetzt mit ihr natürlich einige Fragen klären und habe sie dazu jetzt an meiner Seite. Frau Hatlieb, was waren denn nun seit dem offiziellen Start am 1. Juni die wichtigsten Aufgaben als Geschäftsführerin hier? Das Aufgabengebiet der Geschäftsführerin ist natürlich sehr vielfältig. Als Sportbund Lausitzer Seenland sind wir natürlich der Dachverband für über 40 Sportvereine in Hoyerswerda. Wir haben gleichzeitig zwei Kindertagesstätten zu betreuen oder sind wir der Betreiber davon. Und natürlich auch die Sportstättenbewirtschaftung bis hin zur Sportstättenvergabe obliegt unserem Gebiet. Und da sind natürlich entsprechend vielfältige Aufgaben, die auf mich gewartet haben. Zunächst ging es natürlich los, mich in das Tagesgeschehen einzuarbeiten, also die normalen Abläufe im Betrieb, in der Geschäftsstelle, wurden mir beigebracht. Ich wurde gleich in den ersten Tagen natürlich durch unsere Sportstätten geführt. Mir wurde alles gezeigt, was das ganze Gebiet letztendlich auch umfasst. Ich war in den Kindergärten und habe dort hospitiert. Das waren natürlich die allerersten Schritte, die mich begegnet haben. Und letztendlich war es jetzt auch so, dass ich mir ganz bewusst zum Ziel gesetzt habe, alle Vereine in Hoyerswerda direkt zu besuchen und mich dort persönlich vorzustellen. Und mittlerweile war ich bei über 30 Vereinen, sodass ich auch da einen guten Eindruck gewinnen konnte. Nun sagten Sie es ja gerade, als Dachverband der mehr als 40 Sportvereine in und um Hoyerswerda. Wie ist es da mit dem Volkssport bestellt? Was haben Sie da für einen Eindruck? Mit dem Volkssport oder auch Breitensport ist es in Hoyerswerda sehr gut bestellt. Ich muss sagen, ich habe mir Statistiken natürlich auch angeschaut und über die letzten Jahre ist es uns gelungen, als Sportbund Lausitzer Seenland die Mitgliederzahlen sehr konstant zu halten, auch wenn gleichzeitig die Einwohnerzahlen sinken. Also mehr als 20% der Hoyerswerderer sind wirklich aktiv in einem Sportverein integriert. Man muss sagen, dass aus den Gesprächen heraus mit den Vereinen sich ergeben hat, dass die Ziele eines jeden sich ein wenig gewandelt haben. Also der Leistungssportgedanke rückt bei vielen Vereinen immer mehr in den Hintergrund. Stattdessen ist das Gesundheitsbewusstsein und die Sport zu machen, um gesund und fit zu bleiben, bei vielen Menschen ein wichtiger Punkt geworden. Und entsprechend gibt es auch in diesem Segment sehr viele Vereine, die sich dort ausbauen und erweitert haben. Der Sportbund ist ja jetzt auch für die Sportstättenbewirtschaftung sozusagen verantwortlich. Was umfasst dieses Gebiet denn alles? Also der Sportbund Lausitzer Seenland bewirtschaftet zwei Sportstätten im Wesentlichen. Das ist das Jahnstadion, wo wir uns hier gerade befinden. Das umfasst zwei Rasenplätze und auch zwei Kunstrasenplätze. Und dazu haben wir noch ein kleines Tartanfeld, wo man auch Basketball spielen kann. Und im zweiten Punkt umfasst es das Sportforum. Und da im Wesentlichen die Tartanbahn und das Stadion an sich und natürlich dann auch die Rasenfläche. Und natürlich, was hat man in diesen Bereichen zu tun? Wir sehen es, der Rasen, der möchte gepflegt und bewirtschaftet werden. Da geht es nicht nur ums Rasenmähen und um die Linien ziehen, sondern auch der wird aerifiziert, vertikutiert. Das sind auch neue Fachbegriffe, die ich mich erstmal wieder einarbeiten musste. Und die Kollegen haben mir das einfach nahegebracht. Und neben diesen Außenflächen geht es natürlich auch um das Stadion an sich, um die Sanitärräume, um die Anlagen, um die Wartung dessen, ja, und die Instandhaltung von diesen Bereichen.
Ein weiteres Standbein sind ja die Sport- und Bewegungskindertagesstätten in Hoyerswerda und Knappenrode. Die sind sehr gefragt. Welche Alleinstellungsmerkmale haben diese Einrichtungen aus Ihrer Sicht? Sie haben es gerade schon gesagt, wir haben Sport- und Bewegungskindertagesstätten. Das ist zum einen der Sausewind und zum anderen der Wirbelwind. Der Sausewind befindet sich in der Hoyerswerda Altstadt und der Wirbelwind in Knappenrode. Wir sind Sport- und Bewegungskindertagesstätte. Das bedeutet, dass jede Kita einen schönen großen Sportraum hat mit entsprechenden Gerätschaften, wo mindestens jede Gruppe einmal in der Woche dort Sport treibt. Und unser ganzes Konzept ist auch auf das Sporttreiben letztendlich ausgelegt. Neben dem haben wir als Sportbund eine Ernährungsfachkraft angestellt, die sich um die Mahlzeiten der Kinder vor Ort kümmert. Das heißt, die Kinder haben eine separate Kinderküche, wo die Mitarbeiterin mit einzelnen Kindern dann hergeht und Salate zubereitet, etwas backt, je nachdem, was gerade ansteht und in welcher Saison wir uns befinden. Und zudem umfasst auch noch, dass die Sachen selber angebaut werden. Also wir haben einen kleinen Kräutergarten und wir haben auch einen Obst- und Gemüsegarten, wo die Kinder zunächst die Sachen natürlich anpflanzen, dann bewässern und letztendlich auch ernten und letztendlich in der Küche verarbeiten. Was ist noch besonders an den Kindertagesstätten? Unsere beiden Kindertagesstätten verfügen über eine Sauna. Die Kinder gehen dort auch regelmäßig in die Sauna, gerade natürlich in der Winterjahreszeit. Und wir haben auch solche Sachen wie ein Barfußpfad in unseren Kindertageseinrichtungen mit integriert. Nun haben Sie ja nach dem Studium der Sportwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre 8 Jahre als Assistentin der Verwaltung in einer Klinik in der Sächsischen Schweiz gearbeitet. Wie können Sie diesen Job hier für den Sportbereich nutzen? Mein alter Job war genauso vielfältig, wie mein neuer ist. Und das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Man lernt, Sachen zu priorisieren, Prioritäten zu setzen, Sachen festzulegen, die einem im ersten Schritt wichtig sind und dann eben danach erst welche anderen Sachen folgen. Ich war als stellvertretende Verwaltungsleiterin natürlich auch personalverantwortlich und auch diese Stricke, die man da lernt, kann man hier für den Sportbund benutzen. Sie sind ja schon seit Ihrer Kindheit eng mit dem Sport verbunden. Die ein oder anderen kennen Sie sogar noch vom Handball. Wie viel Zeit bleibt neben dem Job und der Familie für den Sport überhaupt noch? Ja, das ist alles auch eine Frage des Zeitmanagements und wie arrangiert man sich, welche Prioritäten setzt man sich natürlich auch im Privatleben. Und mir und meinem Partner und meiner Familie generell ist es sehr wichtig, dass jeder seinem Hobby nachgehen kann. Und unsere Hobbys sind nun mal der Sport und entsprechend schaffe ich es auch aktuell noch, dem Handball nachzugehen und mich dort auch im Punktspielbetrieb zu beteiligen. Also das ist eigentlich eine Frage des, was will man und wie kann man das erreichen, was man letztendlich will. Und ich denke, uns als Familie gelingt das recht gut. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die meisten Menschen mich aus der Stadt nicht aus dem Handball erkennen, sondern viele wahrscheinlich früher von meiner Leichtathletik-Geschichte her. Ich war, bis ich 18 Jahre alt war, aktive Leichtathletin. Und ich glaube, darüber habe ich mir in der Stadt im sportlichen Bereich zumindest eher einen Namen gemacht. Weil wir gerade auch beim Sport sind, jetzt ist ja vor kurzem der 31. Sparkassen-Knappenmann veranstaltet worden, wo ja auch der Sportbund Lausitzer Seenland-Hoyerswerda Organisator ist. Neben den vielen Arbeitnehmern braucht man sicherlich auch anderweitig viel Unterstützung, oder? Ja, das ist wirklich absolut der Wahnsinn, wie viele Freiwillige sich dort ehrenamtlich von früh um 5 bis abends um 10 engagieren. Also allein an dem Wochenende hatten wir über 300 freiwillige Helfer im Einsatz und man kann nicht oft genug Danke sagen, denn ohne diese Menschen würde der ganze Knappenmann nicht funktionieren und genau die machen das eben auch aus, dass er so familiär, so professionell geführt werden kann, wie er letztendlich ist und dass er so gut dasteht, wie er ist. Eine letzte Frage habe ich an Sie noch. Gibt es einen Wunsch, den Sie in nächster Zeit als Geschäftsführerin hier unbedingt realisieren wollen? Na, mir ist es halt ganz wichtig, oder im Namen der Vereine, denke ich, rede ich da auch, dass es uns gelingt, mit der Stadt Hoyerswerda gemeinsam und natürlich auch dem Landkreis letztendlich für alle Sportvereine die optimalen Bedingungen zu schaffen. Dass wir in Sportstätten trainieren, die den heutigen Standards entsprechen, dass alle die möglichen Bedingungen zur Verfügung gestellt bekommen, um aktiv Sport zu treiben. Das heißt natürlich letztendlich auch, ich habe es gesagt, ich bin aus der Leichtathletik, dass ich mir sehr wünsche, dass dieses Stadion auch mal wieder eine Tartanbahn umsäumt und dass die Leichtathleten auch hier wieder einen Platz im Jahnstadion finden werden.
Frau Hadlieb, ich bedanke mich für die Beantwortung der vielen Fragen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg hier beim Sportbund Lausitzer Seenland. Vielen Dank, ich bedanke mich auch für das Interview und wir hören bestimmt voneinander. Wir machen eine kurze Pause und dann ist mein Kollege Thomas Balko mit ersten Informationen aus dem Rathaus zum Bürgerhaushalt 2020 wieder für Sie da. Bleiben Sie also dran. Es ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Achtung, Neueröffnung nach großem Umbau. Bei einem Glas Sekt und tollen Sparangeboten vom 5. bis zum 8. September mit verkaufsoffenem Sonntag erleben Sie die neue, wunderschöne und kreative Wohnwelt von Zoom. Den eigenen Geschmack mit individuellen und erschwinglichen Designermöbeln kombinieren. Zoom gibt es in Brandenburg nur im Möbelzentrum Großräschen. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Der Showkoch Volker Hecht kocht live vor Ort. Am 7. und 8. September wird auch das 23. Großrieschner Drachenfest gefeiert. Mit Drachenkunst und Drachenflug und bunten Familienprogrammen. Ab kommendem Montag werden in Hoyerswerda wieder Projekte gesucht, die von den Einwohnern vorgeschlagen werden, die dann im Jahr 2020 mit dem Geld aus dem Bürgerhaushalt realisiert werden könnten. Mein Kollege Thomas Balko hat dazu die entsprechenden Informationen aus dem Rathaus bekommen. Liebe Zuschauer, wir haben uns hier im Hoyerswerda Rathaus mit Corinna Jensen und Olaf Dominik verabredet, weil es um den Bürgerhaushalt 2020 gehen soll, der ja ganz aktuell vor dem Startschuss steht. Im vergangenen Jahr, da für die, die es nicht wissen sollten, es wird nur wenige geben, gab es ja erstmals den Bürgerhaushalt in Hoyerswerda. Das heißt, Einwohner der Stadt hatten die Möglichkeit, aktiv Einfluss auf die Verwendung öffentlicher Mittel zu nehmen. Und wir steigen vielleicht mal, Frau Jensen, damit ein, mit einem Blick zurück auf den ersten Bürgerhaushalt. Wie war denn die Resonanz im vergangenen Jahr? Ja, wir hatten damals 120 Vorschlaggeberinnen und Geber und am Ende 180 Vorschläge, über die die Steuergruppe bewerten musste. Von denen sind dann entsprechende auf die Gesamtvorschlagsliste gekommen und in die Abstimmung gekommen. Wir haben dann am Ende 17 Vorschläge abschließend für die Umsetzung für den Bürgerhaushalt 2019 gehabt. Davon sind auch schon einige umgesetzt. Wir als Stadtverwaltung arbeiten intensiv daran, dass auch die anderen Vorschläge in die Umsetzung kommen. Umgesetzt worden sind bereits die Befestigung der Stichwege in der Stormstraße hier in der Hoyerswerda Altstadt. Wir haben die Maßnahme an der Naherholung Brüten umsetzen können. Da sind jetzt am Ziegelsee Sitzplätze entstanden, auch überdacht. Ein überdachter Sitzplatz. Wir haben da ein Spielgerät noch installieren können über den Bauhof. Und dann befinden sich jetzt neu seit dem Sommer auf dem Dammweg oder in der auf Höhe des Dammweges vor dem Foucault-Gymnasium und ein Stückchen weiter direkt gegenüber der Kinder- und Jugendfarm mit dem Blick zwei Sitzgruppen, die hier auch zum Entspannen und Pausieren einladen. Also da sind einige Sachen schon wirklich realisiert worden. Das wird viele Bürger freuen, die sich beteiligt haben. Der Rest folgt so nach und nach. Und wer vielleicht ja im vergangenen Jahr nicht mit in den Topf kam, hat ja eventuell in diesem Jahr die Möglichkeit. Denn es wird auch 2020 insgesamt 70.000 Euro geben, die zur Verfügung stehen. Das Ganze aufgeteilt für die Kernstadt und die Ortsteile, Herr Dominik. Ganz genau so ist das. Der Stadtrat hat am 27. August den Auftakt für den Bürgerhaushalt 2020 mit den Empfehlungen der Steuergruppe aus der Arbeit dieses Jahres und des letzten Jahres gegeben. Wir werden mit entsprechenden Pressemitteilungen
die Bürgerschaft aufrufen, in der Zeit vom 9. bis zum 29. September wieder Bürgervorschläge einzureichen, wo die entsprechenden Vorschläge, so wie wir das im letzten Jahr im Bürgerhaushalt 2019 hatten, auch eingereicht werden und dann durch die Steuergruppe einschließlich der Verwaltung diese dann geprüft werden. Mhm. Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, die Vorschläge, die dann bis Ende September eingehen können, die sind eigentlich ähnlich wie im vergangenen Jahr auch einreichbar? Ganz genau so ist das. Wir wollen das reine Verfahren nicht ändern. Es wird ein Vorschlagsformular geben, das wir auf der Internetseite der Stadt Hoyerswerda, aber auch in allen Rathäusern sowie den Ortsteilverwaltungen auslegen. Dort können die Bürger ihre Vorschläge machen. Bürger der Stadt Hoyerswerda, das muss ich einfach nochmal dazu sagen, die werden dann, ich hatte es gesagt, durch die Steuergruppe in Abstimmung auch mit unserer Stadtverwaltung auf ihre Umsetzung geprüft. Entsprechende Kriterien, die wir auch schon in 2018/19 festgelegt haben, da wird es keine Änderung geben und dann wird es wieder, wenn sie geprüft sind, in die zweite Stufe des Bürgerverfahrens geben, dass es eine Vorschlagsliste gibt, wo die Bürger dann nochmal darüber abstimmen können, was ihre Favoriten sind. Mhm. Wird es denn im Vergleich zum vergangenen Jahr ein paar Änderungen geben? Ja, wir haben vor, einen Infostand einzurichten, bei dem die Bürgerschaft Fragen allgemein zum Bürgerhaushalt stellen kann, sich allgemein zu dem Verfahren informieren kann, wo der Vorschlagsbogen abgeholt werden kann. Aber wir wollen das auch so machen, dass er direkt vor Ort ausgefüllt werden kann. Und dann nehmen wir das praktisch gleich mit, direkt in das Verfahren mit rein. Der Stand wird in der 38. Kalenderwoche aufgebaut. Er wird an drei Standorten sein. Wir beginnen am Montag im Treff 8 Center. Am Dienstag bis Donnerstag sind wir im Lausitz-Center in der Mall zu finden und abrunden wird der Freitag mit einem Stand im Globusmarkt, im SB-Markt. Ergänzen möchte ich noch, die Vorschläge, die voriges Jahr eingereicht worden sind und durch das Verfahren aussortiert worden sind oder in der Abstimmung nicht die entsprechenden Plätze erreicht haben, die müssen neu eingereicht werden. Also es geht kein Vorschlag automatisch über, auch nicht die verfristet eingegangenen. Und wir hatten jetzt, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Das Ganze geht natürlich auch, wie im vergangenen Jahr, per Internet, also online. Genau, das ist richtig. Der Bogen ist eingestellt auf unserer städtischen Internetseite. Da ist auch sämtliches Wissen und Informationen, die es zum Bürgerhaushalt gibt, mit eingestellt. Also die Leute können sich hier umfangreich informieren. Und wir nutzen auch wieder das Portal. Sächsisches Beteiligungsportal nennt sich das ganz genau. Auch hier ist der Bogen eingestellt. Man kann ihn sich ausdrucken, herunterladen vorher oder auch direkt ausfüllen und absenden. Und weil wir gerade bei Neuerungen sind, Herr Dominik, es soll in diesem Jahr auch die Möglichkeit geben, dass in der Steuergruppe, die ja am Ende entscheidet, noch mehr Bürger sich beteiligen. Da brauchen Sie noch Leute, die mittun. Ganz genau so ist das. Wir haben aus der Evaluierung des Prozesses für den Bürgerhaushalt 2019 die Empfehlung, dass die Anzahl der Vertreter der Fraktionen identisch ist mit der Anzahl der Vertreter aus der Bürgerschaft. Das heißt, wir werden die Bürgerschaft aufrufen, bis zum 17. September sich bei uns zu melden, um in dieser Steuergruppe mitzuarbeiten. Über die Besetzung und Zusammensetzung der Steuergruppe wird der Stadtrat am 24. September, also noch in diesem Monat, entscheiden, sodass die Arbeit dann aufgenommen werden kann. Also Sie haben Möglichkeiten, sich intensiv mit einzubringen in der Steuergruppe, aber natürlich auch bei den Vorschlägen, die hoffentlich in großer Menge hier eingehen werden. Und wir haben Sie, denke ich mal, in einem ersten kompakten Bericht jetzt informiert über den neuen Bürgerhaushalt, der am 9. September startet für das Jahr 2020. Ich danke Ihnen beiden für die Informationen. Am Wochenende ist in unserer Region natürlich auch sportlich wieder einiges los. Die Handball-Sachsenliga startet in die neue Saison. Mein Kollege Lars-Henrik Wacker hat den Sport für Sie zusammengefasst. Das Warten auf die neue Saison der Handball-Sachsenliga hat ein Ende. Am Wochenende geht es wieder auf Torejagd und mittendrin ist auch der LHV Hoyerswerda. Die Zuselstädter blicken auf eine intensive Vorbereitung zurück mit Tests gegen höherklassige Gegner.
Zwar konnten die Großen nicht bezwungen werden, jedoch sieht Trainer Conny Böhme seine Spieler um Neukapitän Max Kastner gut gewappnet für die Spielzeit. Für das Auftaktmatch am Samstag gegen die HSG Neudorf-Döbeln sind alle Männer an Bord. Anwurf im BSZ Konrad Zuse ist um 17 Uhr. Ebenfalls am Samstag im Einsatz ist der HVO Kuhnewalde. Die Oberlausitzer reisen zum Start in die Landeshauptstadt und treffen auf den HSV Dresden. Trainer Carsten John blickt mit gemischten Gefühlen auf die Vorbereitung zurück, kann aber für das anstehende Spiel nahezu aus dem Vollen schöpfen. Beginn in der Sporthalle der Oberschule am Drachenberg in Dresden ist um 19.30 Uhr. Vor einem kniffligen Auftakt steht hingegen der SV Coweg Görlitz. Die Nasestädter spielen am Sonntag zu Hause gegen Germania Zwenkau. Doch schon vor dem Start hat Trainer Philipp Domko personelle Probleme. Tim Baugstadt fehlt aufgrund einer Handverletzung. Bruder Tom Baugstadt sowie Kevin Wittig stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Und Florian Höhne fällt noch mehrere Monate durch eine Schambeinentzündung aus. Nichtsdestotrotz will Görlitz das Beste aus der bescheidenen Situation herausholen und gemeinsam mit den Zuschauern den komplizierten Auftakt meistern. Anwurf in der Jahn-Sporthalle ist um 17 Uhr. Auch bei den Handballerinnen des SC Hoyerswerda startet die neue Sachsenliga-Saison. Nach dem Abstieg aus der mitteldeutschen Oberliga möchten sich die jungen Zusestädterinnen neu sammeln und in der Liga oben mitspielen. Erste Gelegenheit dazu hat das Team am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den HSV Mölkau. Beginn in der Oberschule Leipzig-Mölkau ist um 14 Uhr. Schon am Samstag spielt der VfB Bischofswerda beim SV Schneeberg. Anwurf in der Silberstromhalle ist um 19.30 Uhr. Am frühen Donnerstagabend war Hoyerswerda Gastgeber eines Testspiels zwischen dem Neubundesligisten 1. FC Union Berlin und dem Drittligisten Chemnitzer FC. Im Rahmen des Jubiläums 100 Jahre Fußball in Hoyerswerda kam es zu dieser Partie vor 1000 Zuschauern im Jahnstadion. Während das Spiel in der ersten Halbzeit so dahin plätscherte, begannen die Köpenicker die zweiten 45 Minuten deutlich engagierter, was sich dann auch im Ergebnis niederschlug. Eine Viertelstunde vor Schluss stand es 3:0 für die Berliner. In der Schlussphase kamen die Sachsen noch einmal auf und konnten einen Ehrentreffer für sich verbuchen. Wir schalten noch einmal zu den Verbraucherinformationen und sind dann mit den aktuellen Straßensperrungen, Baustellen und Behinderungen aus dem Lausitzwelle-Sendegebiet wieder für Sie da. Bleiben Sie also dran. Heimat lebt von ihren kleinen Geschichten und den Menschen dahinter. Kennen Sie jemanden mit einem besonderen Hobby, einem großen Herz für andere oder großem Engagement für eine Sache? Dann schreiben Sie uns an info@lausitzwelle.de. Wir stellen diese Menschen gern einmal vor. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 5. September 1888 kaufte der Maschinenbauingenieur Ernst Ohlig für 200.000 Mark das Eisenwerk in Bernsdorf. Für die Entwicklung des Unternehmens waren sein kaufmännisches Geschick und die technischen Fähigkeiten von großer Wirkung. Um die Jahrhundertwende wurde die erste eigene Dampfmaschine gebaut und im Werk installiert. Sie löste das letzte durch das Wasser des Schmelzteiches betriebene Wasserrad ab. Die wachsende Glasindustrie im Ort und die in der Region durch die Braunkohlevorkommen entstehenden Brikettfabriken benötigten viel Technik. Ernst Ohlig entwickelte, konstruierte und baute mit seinen Mitarbeitern die ersten Geräte, wie zum Beispiel Matrizen und Blasformen für die Glasindustrie, Transportanlagen und Trockentechnik für die neuen Brikettfabriken. Ab 1914 wurden auch Stahlbaukonstruktionen nach Kundenwunsch gebaut. Dies steigerte erheblich den Umsatz und führte zu einer Erweiterung des Betriebes. Als die Landgesellschaft Eigene Scholle im März 1913 vom Bernsdorfer Rittergut rund 1600 Morgen Land erwarb und es an Industriearbeiter zum Siedlungsbau verkaufte, gewährte Ernst Ohlig seinen Arbeitern Beihilfen zu den Anzahlungen. Er ließ weiterhin Anfang des 20. Jahrhunderts in der Bernsdorfer Akazienstraße 4 Wohnhäuser und an der Eisenwerkstraße ca. 30 werkseigene Wohnungen und ein Altersheim für seine Betriebsangehörigen bauen. 1920 übergab der 70-jährige Ernst Ohlig den Betrieb an seinen Sohn.
Am 13. Juli 1931, in seinem 81. Lebensjahr, verstarb Ernst Uhlig in Dresden-Blasewitz. Er wurde nach Bernsdorf überführt und auf dem Friedhof beigesetzt. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Der TV 1848 Bischofswerda lädt am Samstag zum 28. Lauf durch Bischofswerda ein. Das Freizeitsportler-Event steht unter dem Motto Bischofswerda bewegt sich. Start ist 9.30 Uhr im Lutherpark an der katholischen Kirche. In Malschwitz wird am Samstag zum 22. deutsch-sorbischen Herbstnaturmarkt eingeladen. Ab 10 Uhr präsentieren dabei über 80 Händler, Vereine und Handwerker ihre Arbeit und bieten ein breites Spektrum regionaler, ökologischer und handwerklich erzeugter Produkte an. Zum Tag der offenen Tür lädt am Samstag das Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda ein. Die Besucher erwartet in der Zeit von 14 bis 19 Uhr ein buntes Bühnenprogramm, Sport und Spiel, eine Bastelstraße und vieles mehr. Das Zwinger-Trio, also die Urgesteine der sächsischen Humorlandschaft Tom Pauls, Jürgen Hase und Peter Kube, sind am Samstagnachmittag zu Gast auf der Jakobitzburg in Mordga. Die Komikerparade auf der Freilichtbühne der Burg beginnt um 16 Uhr. Die Rolling Stone Show Get Stoned gastiert am Samstagabend im Amphitheater in Großkoschen am Senftenberger See. Das energiegeladene Live-Spektakel mit den großen Stone-Songs beginnt um 19.30 Uhr. Zum Sonntag. Am Sonntag ist deutschlandweit wieder der Tag des offenen Denkmals. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto Moderne Umbrüche in Kunst und Architektur. Auch in der Lausitz gewähren an diesem Tag zahlreiche Einrichtungen zum Teil spezielle Einblicke oder bieten besondere Führungen bzw. Programme an. Im Naturschutztierpark in Görlitz wird am Sonntag Tierparkfest gefeiert. Von 10 bis 18 Uhr gibt es Spiel, Spaß und tierische Erlebnisse für die ganze Familie. Museumsfest wird am Sonntag im ZCOM, dem Zuse Computermuseum in der Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda gefeiert. Von 10 bis 17 Uhr wird dabei ein abwechslungsreiches Familienprogramm angeboten. Innerhalb des 19. Herbstmarktes in Bischofswerda gibt es an diesem Sonntag ab 10 Uhr auch den Tag der offenen Hinterhöfe im Tierpark sowie einen verkaufsoffenen Sonntag. Der Sommer wird an diesem Sonntag im Findlingspark Nochten musikalisch verabschiedet. Start ist um 14 Uhr mit der Vokalgruppe Kontrapunkt. Um 15 Uhr wird dann erstmals das Orchester der nordböhmischen Gruben auftreten. Mit tschechischer Blasmusik wollen die Musiker für beste Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen sorgen. Die inzwischen vierte Auflage des Blackbird Run startet am Sonntag in Hoske. Das Spektakel im Schlamm beginnt um 14 Uhr. Zuschauer sind herzlich eingeladen. Und mit einem Zapfenstreich Südbrandenburger Musikvereine wird am Sonntag die Amphitheater-Saison 2019 am Senftenberger See beendet. Wie schon in den vergangenen Jahren werden dabei unter anderem die Spielmannszüge aus Senftenberg und Ruhland sowie die Marga-Fanfaren aus Brieske ein Konzert gestalten. Los geht's, 16.30 Uhr. In der Nacht zum Samstag, anfangs leicht bewölkt bis klar, im weiteren Verlauf wolkiger, doch es bleibt nach wie vor trocken bei 11 bis 5 Grad. Am Samstag nach teils freundlichem und überall trockenem Start zunehmend dichte Wolken und am Nachmittag bzw. Abend örtlich ein paar Schauer möglich, Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Am Sonntag mal Sonne, mal Wolken und im Verlauf sind erneut Schauer möglich. In die neue Woche starten wir am Montag und am Dienstag mit vielen Wolken, gebietsweise fällt Regen. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende und hoffen, dass Sie auch Montag wieder mit dabei sind. Alle Nachrichten gibt es natürlich auf unserer Homepage lausitzwelle.de zum Nachlesen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut. Bis dahin.